Hallo ihr geilen Schnitten und herzlich willkommen zur ersten Episode von FIFA 15 hier auf unserem Channel. Ich bin der Justin und ich nehme das Ganze mal heute auf, werde euch über die Veränderungen erzählen und wie das Ganze auf das neue Spiel wirkt. Ja, das ist jetzt gerade die Demo, die ihr seht. Hier gibt es erstmal Anstoß zu spielen, dann die Features, die hier alle stehen. Hier kann man das Spiel kaufen, die Einstellungen verändern und bla bla bla. Hier gibt es noch Ultimate Team, das kann man auch spielen, aber heute fokussieren wir uns erstmal auf den Anstoß. Und hier gibt es schon die ersten neuen Einführungen, die ich aber auch später erklären werde. Und ich denke mal, suchen wir uns eine Mannschaft aus und gucken, was passiert, welche wir bekommen. Ja, wir bekommen als erstes mal FC Barcelona. Wir spielen, ja, ich denke mal gegen Dortmund. Hier sehen wir mal auch mal die geilen Trikots von Dortmund und den neuen Spieler auch. Ciro Immobile. Und hier gibt es auch schon mal im Teammanagement die erste Neuerung. Ja, ihr seht, es hat sich leicht etwas verändert. Hier unten gibt es auch noch mal die neue Auswechselspielerbank, die Reservebank. Sieht auf jeden Fall alles richtig fresh aus. Ich tausche mal hier die Spieler. Dann gibt es hier noch die verschiedenen Aufstellungen, also die Layouts, die wurden wirklich alle verändert. Die Rollen, die sind wie früher, halt wieder mit einem neuen Layout. Dann Anweisung, auch was wieder Neues, was in FIFA 15 dazugekommen ist. Sagen wir mal, wir gehen hier auf, ja, Messi, ist ja der typische Barcelona-Spieler. Und dann können wir mal bei dem, ja, so Anweisungen geben wie defensiv Pressing. Hier können wir dem entweder grundlegende Defensivunterstützung geben oder die Abwehrkette unter Druck setzen. Das heißt, er macht richtig Druck im Angriff oder er stört die Passwege. Da können wir wirklich irgendwas aussuchen. Aber ich denke mal, wir machen bei ihm defensiv Pressing. Dann hier unterstützende Laufwege, falls ich mich nicht... Nee, unterstützende Läufe. Bleibt außen oder zieht nach innen, je nach Situation. Zieht weit raus auf den Flügel oder besetze das Zentrum des Spielfelds. Also ich denke mal, da Messi so ein typischer Stürmer ist. Warte, was haben wir hier stehen? So, die Mitte, glaube ich, war das. Und Offensivläufe. Ausgewogener Angriff, Abwehr überlaufen oder Anspielstation. Also ich denke mal, das bleibt so. Aber auf jeden Fall seht ihr hier, was ich meine mit den Anweisungen. Ist wirklich cool geworden. Und hier nochmal die Taktiken, die man auch selber alle einstellen kann. Hier unten zum Beispiel. Hier kann man die Taktiken vor dem Spiel noch aussuchen. Ob die Standardtaktik verwendet werden soll. Ob sie auf Konter spielen, hohen Druck haben oder hohen Druck machen sollen. Ob sie lieber auf Ballbesitz spielen sollen oder lange Bälle spielen sollen. Hier könnt ihr dann nochmal eure eigene Taktik, ja, wie soll ich das machen, eure eigene Taktik erstellen. Aber dazu kommen wir heute nicht, das könnt ihr wirklich irgendwann mal selber machen. Dann hier die ganz coolen neuen Skillspiele. Also die Skillspiele, die sind, glaube ich, ja, wenn ich nicht besser wüsste, glaube ich, in FIFA 11 dazugekommen. Oder so. Ja, ich glaube, das war FIFA 11. Sind auf jeden Fall richtig cool gemacht und auch wieder neu dazugekommen. Alte sind auch geblieben. Und hier sehen wir erstmal wirklich das ganz, ganz neue Layout. In Schwarz, richtig schön gestaltet. Ich hoffe, das ist nicht nur in der Demo so. Ich hoffe, das bleibt auch im richtigen Spiel so. Dann sehen wir hier auch wirklich schon mal Martin Tyler und Alan Smith. Ja, englische Kommentatoren ist halt die Demo. Warum sollen die sich jetzt noch extra Mühe geben? Ja, cool, ey. Aber ist egal. Hauptsache, wir haben erstmal eine Demo. Und dann gibt es natürlich auch überarbeitete Spielergesichter. Hier zum Beispiel Xavi, Ter Stegen oder Dani Alves, wie wir schon gesehen haben, sehen wirklich gut aus, sehen besser aus als in FIFA 14. Und wenn wir hier schon mal Weidenfeller anschauen,
Ja, die Haare bewegen sich im Spiel, das wird man wirklich sehen. Und da in der Mitte, Jakub Błaszczykowski. Er hat nicht mehr so eine Hackfresse, sag ich mal, wie früher in FIFA 14. Er hat jetzt endlich mal ein richtiges Gesicht. Also das mit seinen langen Haaren, also ich weiß nicht, ob das so weit gestimmt hat. Aber ich denke mal, fangen wir das Spiel an. Das erste, was wirklich einem auffällt, wenn man FIFA 15 spielt, ist, dass die Spieler sich wirklich anders anfühlen. Also die Spieler fühlen sich etwas langsamer an oder vielleicht auch stärker. Ob das der Einfluss ist von der neuen Attribut Physik oder sowas, weiß ich jetzt nicht, aber das Spiel, das fühlt sich doch etwas anders an. Die ganzen Freistöße sind jetzt auch überarbeitet worden. Und da kommt schon mal Messi zum ersten Versuch. Und verwandelt ihn in der fünften Minute. Und jetzt sehen wir auch schon direkt, es kommt nicht mehr diese Anzeige. Fünfte Minute Messi. Das finde ich jetzt auch richtig geil, wie die das jetzt gemacht haben. Sieht aus wirklich wie im Fernsehen. Und ich glaube, das war auch ihr Ziel. Sieht aber richtig fresh aus. Genauso wie die neuen Wiederholungen. Das ist echt gelungen. Und nach dem Ende des Spiels, da kommen nochmal die ganzen Wiederholungen. Die sind richtig krank. Also ich sag's euch, ihr solltet nach dem Spiel nicht skippen, ihr solltet das Spiel oder die Szenen nochmal danach sich reinziehen. Sieht richtig krank aus. So, was gibt's denn noch zu reden? Emotionen habe ich hier stehen. Ja, also wie ich schon mal in dem FIFA 15 News Video gesagt habe, gibt es jetzt verbesserte und neue Emotionen. Das heißt, wenn sich jetzt ein Spieler wirklich vor dem Tor befindet, wie Błaszczykowski oder wer war das, oder Immobile, der jetzt den Ball einfach mal richtig krank reingemacht hat, weil ich jetzt richtig total schlecht verteidigt habe, weil ich auch den Zettel die ganze Zeit gestarrt habe. Aber hier könnte man die Emotionen sehen, gerade vor dem Torwart könnte er etwas aufgeregt sein und nach dem Tor wirklich, ja, entspannt oder glücklich oder wirklich am Ausrasten. Es ist richtig cool gemacht. Also, auch wenn euch ein Gegner um die 20 Mal foult, ja, dann kann euer Spieler irgendwann mal am Schiedsrichter austicken oder sowas. Also, das Spiel wird wirklich von Jahr zu Jahr wirklich immer realistischer. Und wird das was? Wow, die neuen Next-Gen-Torwerte, die sind wirklich krank geworden. Also ich finde das eigentlich richtig gut. Ich finde auch, dass man die Tore etwas schwerer erzielen kann, weil die halten wirklich jetzt schon fast alles. Aber dafür hat man immer mehr Platz für Abstauber und sonstiges. Und was ich jetzt nochmal ansprechen werde, war dieser Abstauber. Ja, also Finesse-Shots, den ich gerade ausprobiert habe, die gehen jetzt gar nicht mehr rein, würde ich so sagen. Also ich habe schon ein paar Spiele davor wirklich sehr viele Finesse-Shots ausprobiert. Aber ja, von den Finesse-Shots ist wirklich gar keiner reingegangen. Wohingegen in FIFA 14 dabei fast alle reingegangen sind. Also das ist auch etwas schwerer geworden, sieht man an den Next-Gen-Torwerten, wie sie wirklich parieren. Wir haben das ja alles mit Motion Capturing aufgenommen. Und ich glaube, Tim Howard oder wie er auch heißt, der Torwart auf jeden Fall von nein, würde Argentinien sagen, von USA, der auch eine wirklich klasse Saison in der Weltmeisterschaft gespielt hat oder ein klasse Turnier gespielt hat. Finde ich gut, dass der jetzt zum Motion Capturing eingeladen wurde. Die Torwart-Aktionen sind jetzt wirklich richtig realistisch geworden. Auf jeden Fall realistischer als letztem Jahr. Das merkt man doch. Aber nach so einer Zeit FIFA 14, FIFA 15 spielen, wird das Spiel doch etwas leichter. Man muss halt nur auf den Torwart aufpassen, weil der hält wirklich viel. Ich würde mich jetzt nicht irgendwie wundern, wenn nach FIFA 15 oder nach der Demo wirklich die den Torwart etwas nerven. Aber ich glaube, das könnten sie so wirklich lassen. Dann ist. Oh. Gibt's das einen Elfmeter? Und es gibt einen Elfmeter. Direkt schon mal in der Demo. Das ist richtig nice. Da kann ich euch erstmal zeigen, wie das hier alles aussieht, wenn wirklich ein Elfmeter herausgefordert wird.
Wow, mit dem Reben unterbrochen, ey. Danke, Pedro. Ja, auf jeden Fall sieht wirklich cool aus mit dem Torwerten. Und ich denke mal, nach den Übergängen sieht man, wie der Elfmeter ausgeführt wird. Diese neuen Kameras, die sind wirklich cool. Aber vorher habe ich nochmal einen Elfmeter bekommen. Ja, und da hat man wirklich gesehen, wie der den Ball dahin gelegt hat. Ist richtig cool gemacht. Also, die Demo, die hat mich bis jetzt schon richtig überzeugt. Ich habe das Spiel ja schon eigentlich vorbestellt, bevor die Demo schon rauskam. Weil ich denke mal, bei FIFA 15 oder bei FIFA allgemein ist man sich immer sicher, dass das Spiel irgendwie verbessert wird. Egal, ob es nur kleine Veränderungen sind, wie ja, wie das Tor, das mit dem Tor, wenn du auf ein Tor schießt, dass die Torlinie oder diese Torbefestigung, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Ich bin jetzt nicht so ein ultra-kranker Typ vom Fußball, der wirklich alle Sachen da weiß. Auf jeden Fall das, was das Netz unten hält, das kann jetzt nach oben springen, oder wenn man die Latte anschießt mit wirklich Wucht, dann geht die Latte etwas nach hinten, also die bewegt sich schon. So kleine Veränderungen oder auch so große Veränderungen wie zum Beispiel der Next-Gen-Torwart oder die neuen Schüsse, die Spielabläufe, die Physics von den Leuten, Emotionen und alles. Man kann sich auf jeden Fall bei jedem FIFA sicher sein, dass sich da irgendwas verändern wird. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich den Ball hier verteidige, nicht, dass die so dumm wie gerade eben nach vorne gekommen sind. Und da kann ich schon mit Xavi den Ball, ja, erobern. Und ich muss mal kurz eine Pause einlegen, weil irgendwas stimmt hier mit meinem Controller nicht. So, ich glaube, ich habe das Problem mit dem Controller gelöst. Da war anscheinend der Stecker etwas leicht rausgezogen. Aber, naja, kann ja mal passieren, wenn man etwas zu leicht oder etwas zu fest zieht. Ich war, glaube ich, dabei stehen geblieben, dass ich etwas besser verteidigen sollte oder sowas. Weil die doch etwas schon sehr nach vorne stoßen. Ja, dann als nächstes Thema habe ich mir auf so einem Zettel aufgeschrieben, sind die Team-Tactics. Also dazu weiß man noch nicht sehr, sehr viel. Da sind nur irgendwie zwei Taktiken schon vorgestellt worden, aber ich weiß jetzt nicht, was es damit auf sich hat. Wie so vorstoßen oder defensiv bleiben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie was mit damit zu tun hat, hier unten, falls ihr das gesehen habt. Mal schauen, ob man das jetzt nach dem Pfiff sieht. So. Und da wird schon jemand eingewechselt. Auf jeden Fall gibt es hier Lewandowski leider nicht mehr. Sehr schade eigentlich. Sebastian Kehl wurde eingewechselt. Schade, dass es Lewandowski nicht gibt, weil er war schon sehr bedeutend für die Mannschaft. Hat sehr schön gespielt. Und mit einem schönen Dribbel hier an den ganzen Leuten vorbei. Pedro kann das Ding aber nicht verwandeln. Wow. Also ich hätte jetzt gedacht, wäre das jetzt FIFA 15? Oder FIFA 14 meine ich, dann wäre das Ding wirklich reingegangen. Wow. Und damit kommen wir auch schon mal, glaube ich, zum nächsten Punkt, den ich direkt damit ansprechen kann. Das ist die Beweglichkeit und die Ballkontrolle. Also wie ich schon ganz am Anfang von dem Video erzählt habe, dass die Leute sich etwas schwerer steuern lassen. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das fühlt sich jetzt wirklich authentischer an. Die Spieler, die lassen sich wirklich schwerer bewegen. Die fühlen sich wirklich an, als würdest du so einen Menschen steuern. Da bei FIFA 14 hat sich nur angefühlt, als würdest du so einen Ball steuern. Und da kommen wir auch schon zum 4:1. Also ich weiß nicht, was hier mit mir los ist, aber 4:1. Es hat sich wirklich angefühlt, als würdest du den Ball steuern. Und jetzt spürt man wirklich, dass du einen Menschen steuerst. Und irgendwie, wenn du langsamer läufst, dann kannst du wirklich wie im echten Leben präzisere Schritte machen. Wirklich Schritt für Schritt alles kontrollieren. Und wenn du sprintest, also schnell rennst, dann machst du halt engere Bewegungen. Das haben die wirklich gut übernommen oder verbessert. Und da sehen wir auch, Reus hat sich irgendwie verletzt, aber ich weiß jetzt nicht an was. Oh, hartes Foul. Aber nur Vorteil gegeben, da Dortmund wieder am Ball ist. Und da kommt Sebastian Kehl an den Ball und verwandelt das Ding.
Da hat man auch gesehen, im Tor hat sich diese Verankerung da aus dem Boden, keine Ahnung, was es ist, aus dem Boden gerissen und ist in die Luft geflogen. Auf jeden Fall ein schönes Tor zum 4 zu 2. Wow. Also die Computer, die CPU, die waren in FIFA 14 wirklich nicht so gut. Aber hier sieht man wirklich, wie toll das Spiel geworden ist. Es ist richtig grandios, das Spiel geworden. Ist richtig geil. Und da wird schon der nächste eingewechselt. Reus geht raus und Jovic kommt rein. Also, da sieht man schon, dass das Spiel lohnt sich zu kaufen irgendwie. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Jetzt versuche ich mal was. Okay, es hat leider nicht geklappt. Ich wollte eigentlich einen Fake Shot machen. Ich war mir halt nicht sicher, ob das hier klappt oder ob das nur bei manchen Spielern klappt. Ob das vielleicht eine andere Tastenkombination hat, ich weiß es nicht. Ob das rausgenommen wurde, ich weiß es nicht. Und irgendwie sollten auch die, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, die, ja, die Grätschen sollten verbessert werden. Dass man irgendwie, wenn man grätscht, auch der Verteidiger den Ball erhält. Aber okay. Mir ist jetzt nicht so was so besonders aufgefallen. Aber was mir auffällt, die CPU ist wirklich besser als einige Echtzeitspieler. Das ist wirklich schon traurig. Aber man braucht Übung in dem Spiel. Übung macht den Meister wirklich überall. Mal schauen, was kann man hier noch machen. Ob ich mal mit einem Finesse-Shot versuche. Und er geht rein! Oh mein Gott, zum 5 zu 2, mein erster Finesse-Shot. Oh mein Gott. Wirklich schön geschossen. Also ich hätte jetzt nicht wirklich gedacht, dass er reingeht. Hier ein bisschen behindert an den Spielern vorbeigerannt. Aber Weidenfeller kommt einfach nicht an den Ball. Und da sieht man auch wirklich, wenn man hingeschaut hat, dass die Haare sich von Weidenfeller bewegt haben. Also, wen es interessiert, der schaut da drauf. Ich hab's gesehen. Dann würde man sagen, da kommen wir auch zum nächsten, ja, zum nächsten Point. Man-to-Man-Battles. Hier geht es darum, dass man an den Trikots ziehen kann und schubsen kann und was auch alles. Ja, an den Trikots konnte man schon in FIFA 14 ziehen, man konnte schon schubsen, ich weiß. Aber es sieht jetzt wirklich echt aus. Wenn man an einem Trikot zieht, dann zieht man wirklich an dem Trikot und nicht an der Luft. Man sieht wirklich, wie das Trikot vom Gegner so gestretched wird, so gezogen wird. Und dadurch kann er natürlich auch auf die Fresse fliegen. Oder man kann Spieler schubsen. Dadurch fliegen sie natürlich auch auf die Fresse. Man kann wirklich die ganze Körperkraft einsetzen. Und ich denke mal, durch diese Veränderungen sind auch die Physics bei FIFA Ultimate Team reingekommen. Also ist wirklich fresh gemacht von den FIFA-Entwicklern. Und ich denke mal, wir kommen damit zum nächsten Punkt, wenn ich irgendwie mal an den Ball kommen würde. So, Mascherano. Ich weiß nicht, ob es Abseits war. Es war aber anscheinend gar kein Abseits. Jetzt muss ich hier noch irgendwie vorbeikommen. Aber ich verliere den Ball irgendwie. So, verschiedene Taktikvorlagen. Haben wir schon ganz am Anfang, wirklich ganz am Anfang beim Teammanagement des Videos gesehen. Kann man verschiedene Taktikvorlagen machen. Zum Beispiel für jeden persönlichen Spieler eine eigene Taktik. Oder für das ganze Team diese auf Ballbesitz spielen. Wirklich das hier, warte, warte, da hoher Druck, lange Bälle, Konter, Ballbesitz. Was gibt's hier noch? Abseitsfalle, Flügelwechsel, Verteidiger vor, bla bla bla. Und natürlich das, was auch überall in jedem FIFA gab, wie die Verteidigung stehen soll. Eher defensiv oder offensiv. Und da kommt schon Dortmund zu einem Gegenangriff. Ich glaube, oh mein Gott! Wow, ich habe den Spieler nicht mal gesteuert. Was ist da los? Also die CPU, die kommt mehr oder die involviert sich in das Spiel mehr als. Wow, wo war das Foul? Wow. Also ich habe da jetzt nicht gesehen, dass er mit dem Fuß dazwischen war. Ich glaube, das war eine Schwalbe. Also es wird wirklich interessant sein, wenn man hier auch schwalben kann, aber. Na gut. So, der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Barclays Premier League und gehalten. Was? Wow. Okay, 5 zu 3, jetzt sollten wir mal ein bisschen aufpassen. Falls ihr euch fragt, auf welcher Stufe ich spiele glaube ich auf Profi oder Weltklasse.
Das Spiel ist, ja, obwohl die Torwerte etwas schwerer geworden sind, kann man doch mehr Tore erzielen. Und hier sieht man auch, wie das Spielfeld abgenutzt ist. Wirklich, das wurde auch in dem Spiel neu reingebracht. Das Feld nutzt sich ab. Wenn gegrätscht wird, dann sieht man so Linien auf dem Boden. Ist auch cool, aber ich finde das jetzt nicht so. Ja gut, man sieht's, aber es verändert nichts im Spiel so. Ja gut, vom optischen, aber. Und hier nochmal ein Lappenschuss zur Führung. Und die neuen Kameras auch richtig cool gemacht. Und die Menschen. Ja, okay, es gibt halt immer noch die gleichen Menschen, so Frau, Mann sind die gleichen, aber das liegt wahrscheinlich an der Demo. Aber sie sehen jetzt wirklich echt aus. Sie sind in 3D, nicht mehr in 2D. Aber auf jeden Fall wollte ich noch die Barclays Premier League ansprechen. Ja, die Barclays Premier League ist jetzt vollständig, hat 20 Stadien. Die Gesänge der Zuschauer gibt es von jedem Stadion. Und ich weiß nicht, was es da noch gibt, aber so ziemlich ist das von der Barclays Premier League alles. Dann gibt es jetzt noch Leihspieler, wie ich vorhin angesprochen habe. Oder schon mal in einem Video angesprochen habe. Und da ist das 7 zu 3. Ja, ich weiß nicht, was mit Neuer los ist. Aber das ist das 7 zu 3. Leihspieler gibt es. Man kann sich in Ultimate Team Leihspieler gönnen. Zum Beispiel Lionel Messi. Ich weiß nicht, wie teuer sie sind. Dann gibt es die FIFA Freundschaftsspiel-Saisons, mit denen man sich mit Freunden messen kann, wie gut man ist. Ich denke, da gibt es auch die ein oder andere Serie mit Marvin hier auf dem Channel oder mit anderen Gästen oder anderen Leuten auf dem Channel. Wird wahrscheinlich richtig funny. Und es gibt dann noch die Match Presentation, aber das sind wie gesagt die Gesänge, die Kameras und alles. Wie ich schon von dem ganzen Spiel erzähle, weil ich die doch so klasse finde. Und der letzte Punkt hier ist Matchday, den es auch schon in FIFA 14, 13, 12 gab. Das halt, oder FIFA 10, ich glaube, das gab es schon in jedem neuen FIFA, in der neuen 10er Serie. Ja, also Matchday ist halt mit der richtigen Tabelle, da wird angezeigt, oder da, man kann mit den Spielern spielen, die wirklich in dem Kader sind. Mit Spielern kann man nicht spielen, die verletzt sind, alles. Und ich habe ja noch vorhin angedeutet, dass die Endkameras richtig cool sind. Und hier hört man noch die Kommentatoren, das ist wirklich klasse. Also das Spiel, das überzeugt mich immer und immer wieder. Hier sieht man es nochmal mit dem Trikot ziehen. Man hat wirklich früher in der Luft gezogen und hier zieht man an dem Trikot. Da hat er ihn noch versucht wegzuziehen. Das Spiel, das ist eine Klasse für sich. Also ich glaube, ich habe schon über 100 Mal gezählt, dass das Spiel geil ist. Ihr solltet es euch holen, falls ihr Bock drauf habt. Also ich habe wirklich drauf Bock, Bauch Bock. Okay, Versprecher verdorben. Aber na gut, es ist jetzt die Aufregung von FIFA 15. Die Kameras sind richtig klasse. Ich liebe die Kameras, Leute. Was würde ich ohne die Kameras tun? Ich bekomme einen Orgasmus bei diesen Kameras. Und ich glaube, ich hätte das nicht sagen sollen, aber es juckt mich nicht. Und die Bank ist jetzt auch wirklich viel realistischer geworden. Die Spieler können lachen. Und ich denke mal, das war es jetzt auch von diesem Video von FIFA 15. Und ich sagte mal, Peace out.